Obwohl wichtige Städte wie Kobane und Raqqa vom IS befreit sind, geht der Krieg in Syrien weiter. Die humanitäre Situation ist extrem schwierig und es ist fast nicht möglich, Hilfsgüter über die Grenzen zu bringen. Das Schweizer Hilfswerk AVC muss immer wieder kreativ werden, damit sie den Leuten in Syrien helfen können. Unzählige Male wurden sie im Fernsehen gezeigt, diese Bilder der syrischen Stadt Kobane. Immer wieder versucht der IS, die Stadt unter seine Herrschaft zu bringen. Von der türkischen Grenze aus verfolgten Kamerateams aus der ganzen Welt den verzweifelten Kampf der Menschen gegen den IS. Kobane wurde durch die Kämpfe zu einem großen Teil zerstört. Die Versorgung der Bevölkerung gestaltet sich schwierig. Das Schweizer Hilfswerk AVC, Aktion für verfolgte Christen und Notleidende, eröffnete 2017 diese Bäckerei. 32.000 Brote werden dort jeden Tag gebacken. Die Zentrale von AVC befindet sich im bernischen Safnern bei Biel. Sascha Ernst und der Projektleiter für Syrien, Farsat, sind am Projekt beteiligt. Wenn wir sagen, der IS sei weg, vielleicht ist er offiziell weg, aber es ist wichtig zu wissen, es gibt immer noch keine Sicherheit in Syrien. Du kannst nicht nach draußen gehen im Dunkeln. Es hat immer noch viele Minen und unter den Leuten dominiert das Gefühl, was wird morgen passieren? Die Hauptnahrung für die Syrer ist Brot. Ich meine, du kannst keinen Luxus erwarten. Du kannst kein Reis importieren, kein Öl, kein Fleisch, noch alle diese Sachen. Wenn du ein Brot bekommst für die Nacht, für dich und deine Kinder, dann bist du ein glücklicher Mann. Die Bäckerei ist dreimal so groß wie dieser Platz hier. Wir benötigten ein Jahr, um sie nach Syrien hineinzubringen. Wir haben viel gebetet und gefastet, sind auf die Knie gegangen und haben zu Gott geschrien, bitte mache die Tür auf. Schließlich blieb uns nur noch ein Zeitfenster von 2 Tagen und wir schafften das Material gerade noch über die Grenze. 2 Tage später wurde die Grenze nach Syrien geschlossen und ist seither nicht mehr passierbar. Es arbeiten nur Frauen hier. 32 Frauen mit ihren Kindern, die ihren Mann, ihren Ernährer verloren haben. Wir versorgen sie mit einem Job. Für mich ist alles an dieser Bäckerei besonders. Wir wollen ihnen die Liebe Gottes zeigen. Denn die Hauptfrage, die uns die Leute stellen, ist, warum helft ihr Christen uns? Die Brote werden gratis verteilt. Viele davon in den umliegenden Flüchtlingslagern. Graziella Rogers ist bei AVC für die Kommunikation verantwortlich. Sie will von Farsat wissen, wo genau diese Bilder erstellt wurden. Uns ist sehr wichtig, nicht das Bild zu verzerren. Wir wollen nicht Sachen dramatisieren, die vielleicht nicht so dramatisch sind. Aber wir wollen auch das erzählen, was gut ist, als das, was Hoffnung gibt. Sascha Ernst arbeitet eng mit Farsat zusammen. Er ist bei AVC für die Flüchtlingshilfe zuständig. Er war ein Türöffner, der das Ganze zustande gebracht hat. Er ja zum Beispiel war in der Türkei und hat dort in einem kurdischen Dorf, wo es verschiedenste Flüchtlingscamps hat, das eine hat mehrere Tausend. Er hat gesagt, ich bin da, um zu helfen. Ich habe einen Lastwagen voller Waren, mit Decken, mit Kleidern, mit Essen, ich habe Finanzen. Aber ich will den Menschen auch Hoffnung geben. Ein gebürtiger Iraner aus einer Ayatollah-Dynastie, der sein Leben riskiert, um Flüchtlingen in Kurdistan, Irak und Syrien zu helfen? Wir fragen später nach. Seit 30 Jahren unterstützt AVC Christen und Menschen in Not, momentan in 40 Ländern. Einmal im Monat informieren die verschiedenen Projektleiter über aktuelle Situationen und Herausforderungen. Farsat weist auf die große Zerstörung und unsichere Lage in Raqqa hin, trotz der Befreiung. Als die Offensive startete, nahm der IS viele Leute als menschliche Schutzschilde. Deshalb versuchten die meisten Raqqa so schnell wie möglich zu verlassen. Zehntausende rannten weg, nahmen einfach das Nötigste mit, warfen es auf ein Auto, einen Esel und verließen die Stadt. An einem Tag starben 25 Kinder, aber nicht wegen der Bomben oder der Schüsse. Sie starben, weil sie verdurstet waren, kein Wasser hatten. Es war kein Essen da, keine Medikamente. Viele Leute sind auf den Straßen gestorben. Darum brachten wir unseren Hospitäner her. Alle versuchten, von Raqqa wegzukommen und wir fuhren in Richtung Raqqa. Der Hospitäner ist ein umgebauter Container,
Darin befindet sich eine kleine Notfallklinik. Viele Frauen seien im Krieg unter der Geburt gestorben. Nun wurden bereits über 50 Kinder im Hospitäler geboren. Sogar ein Kaiserschnitt wurde schon durchgeführt. Die Ärzte und Krankenschwestern sind alle Syrer, die keinen Job mehr hatten. An Spitzentagen kommen mehrere hundert Menschen vorbei. Ich glaube, Frauen sind das Fundament der Gesellschaft. Wenn du einer Frau hilfst und sie spürt das, dann kannst du eine Familie verändern. Und wenn du eine Familie veränderst, veränderst du eine Gesellschaft. Sascha Ernst und Farsad sind unterwegs zu einem zweiten Hospitäner, der zurzeit im Jura bereitgestellt wird. Warum setzt sich ein gebürtiger Iraner für ein christliches Hilfswerk ein? Farsad erzählt uns auf der Fahrt seine Geschichte. Ich war ein sehr guter Muslim. Ich sollte ein muslimischer Prediger werden. Dann las ich die Bibel, um zu beweisen, dass das Christentum falsch sei. Das Erste, was ich in der Bibel las, war, Gott ist ein Vater. Wenn du die Grundlage des muslimischen Glaubens verstehst, dann weißt du, wir sind Waisen, wir haben keinen Vater. Geistlich gesehen haben wir keinen Vater. Wir haben Angst vor Gott. Eigentlich wollte ich ihre Kirche zerstören. Das hatte ich im Sinn, als ich die Kirche betrat, in meinen Armeekleidern der Revolutionsgarde. Ich setzte meinen Fuß in die Kirche. Ich wusste nichts über den Heiligen Geist zu dieser Zeit. Nichts von diesen Dingen. Ich wusste nur, etwas kam über mich. Dieser Durst, dieser große Wunsch, Gott meinen Vater zu nennen. Solch ein Erlebnis habe er als Moslem nicht für möglich gehalten, Gott als Vater zu erleben. Durch seinen Entscheid hin zum Christentum konnte er seinen eigenen Vater und seine Mutter im Iran nie mehr besuchen. Ich bin ein Vater, ich habe drei Kinder. Das Schönste in meinem Leben sind meine Kinder. Das Schönste, dass sie wissen, ich bin für sie da. Und genauso ist Gottes Vaterherz. Diese Menschen sollen erkennen dürfen, sie haben einen himmlischen Vater. Durch Jesus, seinen Sohn, können sie beanspruchen, Teil von Gottes Familie zu sein. Farsad ist begeistert, als er den neuen Hospitäner inspiziert. Dieser wird ab Frühling 2018 in den Bergen von Kurdistan eingesetzt. Für die Hilfe in Syrien seien die Grenzblockaden nach wie vor ein riesiges Problem. Und ebenso die Sicherheit. Das schönste Haus helfe dir nichts, wenn du immer noch Angst um dein Leben haben musst, meint Farsad. International restriction to take the medicine from Europe to the Middle East.